Wollt ihr unbedingt auch schauen, wie Maxify Hide and Seek spielt? Würde ich mir auch mal reinziehen. Let's go. Hide and Seek auf Unges Farm machen. Mit einer kleinen Besonderheit. Ich muss die Person am Ende berühren. Wenn ich die Person berühre, ist sie raus. Die letzte Person, die noch da ist, kriegt 1000 Euro. Gute Idee, Mann. Nehmen wir für das heutige Video sehen... Die eine Hälfte von Turnier. Hallo, ich heiße Kevin. Unge. Unge. Hi, ich bin Fix. So, seid ihr bereit? 1000 Euro macht oder so? Oh! Ja. Charakter, also ja. Okay. Ihr habt 5 Minuten Zeit, um euch zu verstecken. Es geht los in 3, alle ins Casino. 2, 1, los! Das Gewicht gehen, weil sonst haben wir gleich so. Und dann ist so, dann findet er uns. Wir müssen uns die Ausdauer sparen, weil er, ne? Wo werde ich hingehen? Okay. Mein Plan? Warte, ich erzähle ihn gleich, wenn ich weg bin von den anderen. Simon, was hast du mit den 1000 Euro? Die Map ist auch eine gute Idee. Ja, ja, ja. Ein neues Leben anfangen. Unser Plan ist ja, dass wir dann ganz nach oben gehen. Ja. An die höchste Stelle von deinem Milliardenanwesen. Mhm. Weil er bestimmt keinen Bock hat, da hochzugehen. Da unten sind Simon und Kevin. Artibus. Mein Plan war eigentlich, auf irgendeinem Baum zu klettern. In ein Haus reingehen, oder? Ich glaube, ich nicht, gehe nicht runter. Das ist am smartesten. Runter ist nicht smart. Als Maxi mich eingeladen hat, dachte ich mir, geil. Hide and Seek, das kriege ich hin. Auch wenn ich gerade nicht irgendwie sportlich aktiv bin. Aber ich bin flink eigentlich. Danke, Kuss. Lange noch? Lange. Wir sind oben beim Wasserdampf. Let's go. Digga, der arme Simon, Alter, der hat noch diesen Grundstück von oben gesehen. Oh mein Gott. Den Berg hochgegangen. Maxi wird sterben. Machen wir jetzt einen Dreierspot oder was? Verstecken wir uns jetzt hier eigentlich, oder? Wenn wir hier sitzen, sieht er uns nicht. Und wenn er kommt, können wir weglaufen. Ich gehe also wieder runter, aber auf der anderen Seite. Ich habe das Gefühl, dass der Spot, an dem ich gerade bin, eigentlich sehr, sehr stark ist. Denn ich kann hier unten langlaufen. Hä, wieso versteckt man sich denn zu dritt, Bro? What the fuck? Wenn er von oben kommt, wenn er aber von unten kommt, kann ich nach oben laufen. Oder halt hier noch so querbeet. Und ich habe das Gefühl, dass ich so einen guten Überblick habe. 3, 2, 1, let's go. Okay, wo fange ich an zu suchen? So, ich würde sagen, wir gucken erstmal oben in den ganzen Bereich, weil da müssen wir noch nicht ganz so weit nach unten gehen. Okay, das ganze Grundstück sind laut Unges Aussagen 30.000 Quadratmeter. Das heißt, es gibt super viele Plätze, wo man hingehen kann und ich muss voll weit nach oben latschen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir schon ein bisschen weiter weggegangen sind und nicht direkt hier am Anfang chillen. Mal hoch. Voll die süße Map, aber. Soll ich da rein? Ihr kleinen Schweinchen, ich komm nach oben, ne? Bin gleich da. Ich glaube wirklich, Funkgeräte auch eine gute Idee. Der Drohne ist sehr, sehr nice, Mann. Wenn Maxify da hinten hochgeht, dass ich einfach hier runtergehe. Ich liebe so, wir gehen drei Minuten, gerne. Ich kann nicht mehr. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Die müssten jetzt hinter diesem Gebüsch sein und gehen gleich da hoch. Ich will nichts sagen, aber... Hey Chat, die nächste Folge von hinter uns rechts, halt hinter läuft der geistig, Mann. Die wird wirklich geistig gut. Schön vorsichtig. Ah. Mann, ist Kevin Cameron. Oh nee! Er läuft jetzt da hinten wieder hoch. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Maxify. Ich pack's nicht, was soll denn das? Ich werde dich überlaufen. Wir fangen eigentlich, weil die haben sich ja nicht so richtig versteckt. Die waren jetzt nicht oben, Plan, oder? Oh, das ist ein guter Switch-Move. Alter, Kevin, Junge. Du Dreckiger. Cool, gehen wir noch weiter nach oben. Wie dreckig, Kevin. Ich sehe gerade, wo sich alle verstecken. Ich hoffe wirklich, dass einer oben ist. Wenn ich jetzt hier hochgehe und ich niemanden sehe, dann heul ich. Da kommt er drauf. Wir warten, bis er hier oben ist und rutschen runter. Oder? Oh mein Gott. Wir warten, bis er hier oben ist und rutschen runter. Guck mal, der Redhead on the run. Guck mal. Oh mein Gott. Hat er sich, der hat sich, außer hätte er sich vollgeschissen. Was ist denn mit ihm? Wieso läuft er denn so komisch? Simon? Pass auf. Oh mein Gott. Simon? Nein. Simon hat's richtig hingelegt. Nee, komm her! Geh weg, Maxi! Oh mein Gott! Ey, das ist nicht dein Ernst! Hey, lauf doch hinterher, what the fuck? Oh mein Gott! Wieso bleibt... Hä? Lauf doch hinterher, Bro! Leute! Voll kopiert von dir. Nee, wir hatten zeitgleich die gleiche Idee. Wenn ihr noch mehr von Hide and Seek sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wirklich. Bitte. Kurz verschnaufen. Wir müssen richtig aufmerksam sein. Das Ding ist, für mich ist es nicht mal hier so ein Battle gegen Maxi oder gegen die anderen Jungs, sondern gegen mich selbst. Ich muss mir selbst beweisen, dass ich hier rein tryharden kann. Und das fühlt sich gut an. Der gemütliche Boss, hä? Ich wollte gut zustehen. Dann sag doch mal Tschüss. Ja. Hier bin ich wieder am Haupttor. Jo, der Spot ist heftig. Zieht euch den rein, zieht euch den rein. Hey, Type. Dankeschön. So, ist ein neues Versteck.
Dann melde ich mich nochmal. Doch krasser als erwartet, ehrlich gesagt. Es kann auch sein, dass die dahinter langlaufen, ne? Du musst alle außen rumgehen. Die haben die Tür abgeschlossen. Ey, übers Dach. Oh mein Gott, übers Dach. Warte auf! Lauf rechts, Simon! Junge, anstatt das mal richtig. Wo ist denn? Wieso eiert Maxify denn so? Kannst du nicht laufen, Bro? Lauf doch mal richtig. Hä, bist du lost? Er ist nach links gelaufen. Hä? Oh. Aber wenigstens bei dir 10.000 Euro, die man gewinnen kann. Ja, aber erst nach mehreren Runden, ne? Hier kannst du einen Taui pro Runde mitnehmen. Lauf, liebe Thomas und Nates. Okay. Als mehr Fangen spielen, ich werde gleich einen Joker holen, Leute. Weil nur mein Laufduell kann ich so nicht, vor allem, weil ich ja 4 fangen Grundstück muss. Ja, ist schon entspannt, also, ich hab's auch schon gesehen. Muss meine Energie einteilen. Das ist extrem. Oh mein Gott. Wieso geht er auf mich? Hallo? Sehe dann aktuell noch nicht den Heide-Zieh-Faktor. Ja, es ist mehr so Fangen spielen, ne? Tatsächlich, ja. Komm her! Auf diesem Grundstück so 8 oder 9 Häuser oder so, das ist ganz krank. Ah, Unge wird zuerst gecatcht. Jetzt aber auch mal. Ja! Simon gerade so kurz überlegt, jetzt weiterlaufen für 1000 Euro, also sich anstrengen oder einfach stehen bleiben. Dann hat er kurz überlegt, wie viel sind 1000 Euro für den und hat sich gedacht, nee, ganz ehrlich, scheiß drauf, ich bleibe einfach stehen, weil ganz ehrlich, 1000 Euro sind mir eh scheißegal. Und bevor ich jetzt weiterlaufe und mich anstrenge, bleibe ich einfach lieber stehen. Sehr gut überlegt, Simon, so macht man das. Ja, ich hab's. Let's go! Alter, ey, Leute, Unge wurde gefangen, ne? Ich wollte nur mal wiederholt haben, Unge wurde gefangen. Wir gehen jetzt noch weiter nach unten. Chill. Wir gehen einmal runter, suchen da. Mäuschen, mach mal Piep. Ich hab irgendwas gerade gehört, da hat sich was bewegt. Also da hat sich was bewegt gerade im Gebüsch. Ich weiß nicht, ob es ein Tier war oder ein Spieler. Hallo? Ich glaube, hier ist jemand. Okay, wir haben noch ungefähr 35 Minuten Zeit, alles zu finden. Ich finde nur leider niemanden. Beziehungsweise laufen die kleinen Schweinchen ja, die ganze Zeit weg von mir. Deswegen habe ich mir zwei Joker geholt, die mir helfen. Richtig. What the fuck, Alter? Wo ist denn Kevin, Alter? Was hat er sich denn? Mit Gewehren wäre das Spiel lustiger. True mit einer Schrotflinte. 3 gegen 3, was? Kann man sagen. Irgendwie fuckt mich meine Haare gerade extrem ab, Chat. Oh. Das ist natürlich doof, ne, wenn ich dieses Klingelgeräusch mache. Ich höre gerade das irgendwie, ich gucke gerade das gleiche Video wie ich einfach, wirklich. Es bin einfach ich mit weißen Haaren auf einem anderen Grundstück. Schade, Kevin. Ja, ich dachte nicht an, Lucky. Ich dachte, er hat doch gesagt, es ist zu, aber dann dachte ich mir so, warum ist das zu hier? Orange, Morange ist auf, Leute. Die Joker sind gerade deaktiviert, weil wir Kevin gebunden haben. Das heißt, ich suche jetzt alleine wieder. Auf jeden Fall werde ich das ganze Geld, was ich hier gewinnen werde, wahrscheinlich meinem Kumpel Flo geben, der mit mir hier in Madeira ist. Weil sein Hund wurde verletzt, als wir jetzt unterwegs waren. Und dann kann er davon easy seine Tierarztkosten bezahlen. Der freut sich bestimmt. Emotional Story with sad piano music. Re-like. Noch zwei Leute müssen wir fangen. Wer glaubt, die wird gewinnen? Wird Toni gewinnen oder Fix? Schreibt jetzt gerne in die Kommentare. Ist eine Regel, dass man die Kamera in der Hand halten muss? Oder kann ich am Ende die Kamera einfach wegschmeißen? Ist ja schon eine Last, ne? Ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand auf einer offenen Fläche einfach steht, obwohl es nicht Hide and Seek wirklich ist, einfach nur, weil sie dann weglaufen können. Was ein bisschen uncool wäre, weil ich kann nicht mehr laufen, ich bin tot. So anstrengend kannst du eine Stunde lang laufen, ne? Da ist Maxi. Oh mein Gott, Bro. Was ist denn da oben? Du musst das nie wegrennen. Da ist auch wer. Oh nein, Toni, Alter. Toni war am... Sound. Wie hoch geht das? Toni war am längsten weg. Yeah. Ist da jemand? So.
Der arme Kameramann, der auch tatsächlich immer mitlaufen muss, wa? Entspannend. Komm her, Toni. Der Ton hat aber auch ganz schön Ausdauer, ne? Toni, bleib stehen! Ich würde einfach so fix laufen. Toni! Stark. Nice. Hey, very nice, man. Very, very nice. Very nice. Sehr geil. I like. Good one. Good one, bro. Good one. Actually, good one.